Agogo. Ari zeigt auch heute wieder schöne, bemerkenswerte, verstörende Bilder aus dem Archiv. Heute mit Spezialgast Meme Sikora. Direkt aus dem Stadtmuseum Aarau, mitten hinein in dein Herz. Und hier ist er. Please welcome Simon Ari. Ja, wir sind hier wiederum bei Foto Agogo. Schön, seid ihr alle da. Es hat im Ringier Bildarchiv 7 Millionen Bilder und die zeige ich euch jetzt. Hier ist eine schwangere Frau. Sie hat im luzernischen Tripschen einen Posträuber verfolgt. Sie zeigt uns ein Einschussloch an ihrem Auto. Die Frau hingegen wässert ihr Land. Ein junger Mann findet es nicht gut, dass dem Stardirigent Herbert von Karajan, der unter den deutschen Nationalsozialisten hat Karriere gemacht hat, ein Kunstpreis ausgehändigt wird. Hier begegnet Queen Elizabeth II. Wilhelm Tell und dem Walterli. Apropos Willi und Walter, hier Regierungsratswahlen im Kanton Luzern. Die beiden Herren möchten in die Kantonsexekutive gewählt werden. Und beide Kandidaten sind gut. Hier ist etwas kaputt gegangen, ein Flugzeug oder so. Das Flugzeug hingegen ist noch ganz. Hier ist es im Hintergrund, man sieht es von der Seite und so sieht es von vorne aus. Hier hat ein Hilfsarbeiter derart Liebeskummer gehabt, dass er gesagt, ich komme vom Kran oben runter. Und also ist ein Polizeipsychologe in einer Betonwanne mit einem anderen Kran aufgezogen worden. Er redet mit dem Megafon diesem gut zu, im Sinne von «Gump nicht». Hier hingegen gumpt ein Hund und hier gumpt ein Mann. Es wird Cricket gespielt im Prinzip. Jetzt gibt es einen Spielunterbruch. Ein Mann, der seine Kleider abgezogen hat, rennt auf das Feld raus. Wieso ist weitgehend unklar. Es ist überhaupt eigentlich unklar, warum immer wieder Leute ihre Kleider abziehen und auf Tennisfelder, auf Fußballfelder, Cricketfelder rausrennen. Und das unter anderem ist das Thema von heute. Warum machen das Leute? Voilà. Und das Thema wollte ich nicht ganz allein bearbeiten. Wir haben einen Gast dabei. Er brennt für den Fußball und die Kultur des Fußballs. Seit mehr als 10 Jahren ist er der Chefredakteur des Fußballmagazins 12. Er hat eine Sendung mit Tom Giesler zusammen auf SRF. Und er ist easy googable. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sowieso schon. Der Meme Sikora. Hier ist er. Hoi Meme, ciao. Hoi Simon. Hast du schon mal geflitzt oder würdest du gern? Ich habe noch nie und ich habe irgendwie auch noch nie ein Bedürfnis gehabt, während dem Spiel irgendwie nackt auf den Platz zu rennen. Nein. Okay. Hey, wir haben ja hier etwa 7 Millionen Bilder. Du hast wahrscheinlich weniger, aber freundlicherweise hast du uns eins zur Verfügung gestellt aus deinem privaten Archiv. Wo sind wir da und was sehen wir? Da sehen wir einen der vielversprechendsten Fußballtalente aus dem Zürcherischen Soilian, nämlich ich selber, mit dem ich glaube nicht ganz offizielle WM-Böllen, wo wahrscheinlich meine Mutter hebt und ich wahrscheinlich gerade demnächst zu einem grossartigen Schuss ansetze. Das bin ich. Voilà, sehr schön. Ich habe aus meinem eigenen Archiv ohne Bild mitgebracht. Ich hatte panische Angst vor Autowäschanlagen, jedoch von Hand das Auto waschen habe ich sehr gerne gemacht. Und da sind wir eigentlich auch schon fast wiederum bei unserem Thema. Ob schon, wenn jetzt mal in Badhosen flitzen, kann man eigentlich nicht unbedingt bringen. Flitzer sind nackt, oder? Müssen es schon fast, ja. Also es gibt, Flitzer ist, glaube ich, nicht per Definition nackt, aber die meisten machen das dann doch nackt. Das ist, was Wikipedia sagt. Das sagt, als Flitzer bezeichnet man Menschen, die auf öffentlichen Veranstaltungen oder Plätzen durch das Geschehen laufen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wobei sie häufig ganz oder teilweise unbekleidet sind. Voilà. Ja, so weit, so gut. Die Definition ist irgendwie geklärt, aber trotzdem, ich habe irgendwie einige Fragen. Warum würde man so etwas machen? Eignet sich Sport besonders gut für das? Und was macht man zum Beispiel mit den Kleidern? Man kann ja damit rechnen, dass man eventuell verhaftet wird, also sollte man vielleicht gleich noch Kleider dabei haben. Sollte man Schuhe anhaben? Ist Flitzen ohne Rennen möglich zum Beispiel? Und ist eigentlich in der Tendenz so ein bisschen eine Männerangelegenheit?
nicht unbedingt. Wir befragen mal unsere Rubrik für ehemals relevante News diesbezüglich. News von gestern. Dietlikon, 31. März 1974, Flitzerin im Supermarkt. Ursula, 19, ersportete sich runde 400 Franken, als sie durch den Dietlikoner Jumbo-Markt nackt flitzte. Ihr Nacktauftritt verlief lautlos und beinahe unbeobachtet. Das Publikum im Jumbo-Markt war mit Einkaufen beschäftigt. Wir sind hier in den 70er Jahren, wenn man heute nackt durch den Supermarkt rennen würde, natürlich mit einer Maske, würde es auch auffallen? Ich glaube, es würde auffallen. Vor allem ist mir nicht ganz klar, warum kommt man für das 400 Franken über? Ah, man macht einen Wett mit jemandem. Also ich glaube, der Anfang des Flitzen könnte noch oft so sein, dass jemand hat gewettet in einer Bierrunde oder so. Wagst du das? Und dann haben sie es vielleicht gewagt, aber haben sie am Schluss das gewonnene Geld gleich müssen der Polizei abgeben, letztendlich. Das kann recht gut sein, ja. Genau. Ich bin ins Archiv reingetaucht. Wir sehen hier, wir würden wahrscheinlich sagen, eine Hängeregistraturmappenbeschriftung. Das ist da feinsäuberlich hergeschrieben worden. Wir haben also Flitzer hier im Archiv und dort hat es dann so Couvert drin. Das sind jetzt Negativ-Couvert und es fällt hier eigentlich schon auf. Es hat so eine Tendenz zu 1974. Das wird noch offensichtlicher, wenn wir ins Findmittel reingehen. Da sehen wir, was es im Bilderarchiv von Inge so für Bildstrecken hat zum Thema Flitzer. Und irgendwie war im März 1974 wahnsinnig viel los, wie man auf der rechten Seite sieht. Fast alles hier im März und dann noch etwas so im Juni. Nacktflitzer ist übrigens ein sehr schöner Begriff, finde ich. Hier sind wir auf dem Land eher. Also selbst auf dem Land kann man flitzen, aber die sind auf dem Velo. Ist auf dem Velo fahren Blut, ist das Flitzen? Ich bin noch nie Blut-Velo gefahren. Ist das echt angenehm? Nein, irgendwie nicht. Zwar bei dem Wetter nicht, hä? Da hier sind wir in Basel, da hat einer noch eine Message hinten drauf. Was irgendwie auffällt bei diesen Fotos, muss man sagen, wir sind ja hier noch in einer Zeit vor dem Laserreporter und trotzdem ist irgendwie fleissig fotografiert worden. Man sieht hier im Bild sogar einen, der fotografiert. Da denke ich, mir sehe ich auch noch eine Kamera. Irgendwie schmeckt das so ein bisschen nach inszeniert, oder nicht? Also vor allem, wenn das die gleiche Szene ist wie der, der noch eine Nachricht hinten drauf hat, dann tönt das schon ein bisschen so, wie wenn man zuerst noch Bescheid gegeben hätte. Die Nachrichten sich auf den Körper schreiben, das sind eigentlich nicht im engeren Sinn Flitzer, finde ich, oder? Das sind überhaupt nicht, vor allem nicht die Coolen. Im Fußball hat es dann noch angefangen, dass es ein paar Flitzer gegeben haben, die ihre Werbefläche auf dem Körper verkauft haben. Die haben dann hinten drauf noch Werbung gemacht für irgendeine Casino-Website oder so. Man konnte Geld verspielen und haben sich von denen zahlen lassen. Das ist natürlich sicher mit dem Flitzer ihren Kodex vereinbar, auf keinen Fall. Aber irgendwie, du hast gewisse Sympathie für Leute, die Blut aufs Feld rennen, aber nicht, wenn sie Werbung machen, das kann man sagen. Wenn sie es einfach so machen, weil sie es lässig finden, völlig okay. Es ist ja auch noch, im Fußball ist es eben noch recht schwierig, weil alle die aufs Feld rennen, da hat es ja die Sicherheitsbeauftragten, die Erlaubnis haben, um die zu stoppen. Aber die Fußballer selber dürfen das nicht. Also es hat schon Fälle gegeben, von Fußballern, der Marek Suchy zum Beispiel, ein Tschech, der hat mal einen Flitzer gestoppt mit einer Grätsche. Was ja eigentlich, dann haben sie nachher können weiterspielen, aber er hat für das die rote Karte bekommen. Okay. Aber, also das Publikum, könnte man sagen, ist ja schon durchaus amüsiert, aber für die Spieler selber nur so halb cool, oder? Ja, die wollen dann halt weiterspielen und vor allem sind sie natürlich, die wissen die auch noch nicht, sind das jetzt gefährliche Leute oder so, haben die noch irgendetwas dabei, wobei, wenn sie nackt sind, nicht so, aber wenn jetzt irgendjemand drauf losrennt und rennt jetzt auf irgendeinen Superstar los, wie die Cristiano Ronaldo oder so, meistens wollen sie die nur umarmen, aber die sind dann zuerst mal meistens schon ein bisschen vorsichtig. Ja, okay. Gut, Meme, du bist ja eigentlich nicht unbedingt Flitzer. Expert, könnte man sagen, aber du bist Fußball-Expert. Wir spielen ein Spiel. Voilà. Okay. Also die Aufgabe ist ganz einfach. Du kannst uns zunächst mal sagen, was für eine Mannschaft die Leute hier befähnen.
Wow. Also ich sehe rot und blau, da muss es eigentlich Basel sein. Et voilà. Sehr gut. Hier, wie sieht es da aus? Es könnte entweder GC oder Luzern sein, aber wenn es da noch viele Fahnen hat und es ein älteres Bild ist, dann ist es wahrscheinlich eine GC. Könnte aber auch FC Zürich sein, natürlich. Das ist gemein, blau-weiß. Du musst dich entscheiden, Mama. Also gut, die meisten Bilder sind bis jetzt aus den 70er gewesen, dann ist das FC Zürich. Also der Ballon steht wahrscheinlich für nichts. Unten dran rot-weiß. Es sieht noch ein bisschen neuer aus, aber viel von diesen Bildern, es gibt ja ganz wenig Bilder im Archiv von Schweizer Fußball. Und wenn, dann ist es meistens von einem Cup-Final. Und oft im Cup-Final gestanden ist der FC Sion und der ist rot-weiß. Ich sage FC Sion. Sehr nice. FC Sion. Hier jetzt hingegen musst du herausfinden, welche Person das man da sieht. Okay. Das ist der Kevin Kuhn. Absolut. Das ist wahrscheinlich der Kardiodramat. Das ist aber schwierig. Das ist sehr schwierig. Da muss ich einfach passen. Nein! Er ist da hier. Ah, das ist das Forza gewesen. Absolut. Ja, den habe ich jetzt so nicht erkannt auf dem Bild, so angezoomt. Ei, ei. Also, Zürich, 60er oder 70er Jahre. Könnte irgendein Botteron sein. Ja. Der links ist der Paul Wolfisberg, das ist klar. Das ist richtig, nebenan ist der Peter Risi. Ah, okay, der ist verstorben, aber der ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Stürmer gewesen. Welche Mannschaften spielen hier? Also das ist Deutschland-Ungarn wahrscheinlich, weil das ist der Ferenc Puskas. Das müsste in dem Fall 1954 WM-Final sein. Ungarn, Deutschland, genau wie du es hast gesagt. Also vom Logo her wäre es eben Zürich da am Boden, aber gelbe Libri sind ein bisschen ungewohnt. Und das andere, blau-weiß, geh jetzt mal auf Zürich an die GC. Nein, das ist falsch. Nein! Hey. Mama, du hast 8 von 10 Punkten. Wie soll ich sagen, für einen Mann von deinem Kaliber hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Okay, hey, die Sendung ist schon fast fertig, aber das hier ist noch wahnsinnig wichtig. Das hier richtet sich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Es ist ganz einfach. Ihr müsst bestimmen, was sagt A, was sagt B. Sie können auch einfach etwas denken. Schreibt bitte eure Lösungen in die Kommentare oder noch fast lieber schickt uns Post an diese Adresse. Wir bekommen wahnsinnig gerne Post. Da hat es Post. Ja, sehr schön. Sehr schön, wir haben auch Luftpost bekommen. Der hier scheint mir aber noch recht interessant zu sein. Absender ist Beatrice Weiermann an der Murtenstrasse 51 in 3003 Bern. Danke Beatrice, wir sind ja gespannt. Okay. Lieber Herr Harry, ich finde Lookalikes auch sehr gut. Ich habe mich gleich nach der Rosenwasser-Sendung auf die Suche gemacht und bin fündig geworden. Voilà, das ist das, was uns Beatrice Weiermann schickt. Wir schauen das hier mal anhängen, mal schauen. Voilà, und sie hat auch noch ein Bildbeschrieb gemacht. Das ist in Uetlingen in der Nähe von Bern ein Hornusser platziert seinen Nose rechts Kühe. Merci vielmal, Beatrice, für die freundliche Einsendung. Und was jetzt natürlich noch fehlt, sind Einsendungen zum letzten Sesshu. Wir haben ein paar schöne bekommen und wir möchten euch 3 von den schönsten eigentlich gerne zeigen. Das ist die Lösung von Peter Nobs aus Grosshöchstetten.
Das hat Isabelle Amirat aus Evian geschickt. Das ist von der Claudia Lersch aus Neudorf. Wir danken allen sehr herzlich für die Einsendungen. Wir freuen uns weiterhin auf Post, schreibt fleissig, schickt Bilder. Ich gehe auch wieder ins Archiv. Und im Juni sehen wir uns wieder mit Foto à Gogo hier. Mama, hey, merci, bist du gekommen? Das war sehr schön. Ich singe noch ein Lied, das ich gerne unter der Dusche singe, Shower Song. Voilà. Soll ich noch rausflitzen? Ja, sehr gerne. Wenn wir du rausflitzen. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Voilà, c'était Photo à Gogo, la deuxième émission avec Mme Sikora. Et on va se revoir au mois de mai, au mois de juin, pardon. Voilà, c'est ça.